In diesem Video besprechen wir die Geschwindigkeitszeitfunktion. Hier ist auf der vertikalen Achse die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen und horizontal die Zeit. Wir wollen herausfinden, wie Punkte auf diesem Funktionsgraphen am besten beschriftet werden, welche Einheiten wir da verwenden müssen. Du kannst nach diesem Video diese gelb markierten Bereiche verstehen und ausfüllen. Hier ist folgende Geschwindigkeitsfunktion gegeben. Wir sehen, dass die Zeit in Stunden angegeben ist und die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Wir können nun einen beliebigen Punkt beschreiben. Statt xy natürlich schreiben wir aber t und v von t. Dieser hier geschriebene Punkt lautet ganz konkret 6, 5. Mit 6 meinen wir 6 Stunden. Und mit 5 meinen wir 5 Kilometer pro Stunde. Und dieser 5er entspricht dem V von T, also V von 6 in unserem Fall. Und da sind wir eigentlich schon bereit mit den Interpretationen. Das heißt, V von 6 ist gleich 5 Kilometer pro Stunde. Und physikalisch interpretiert bedeutet das nichts anderes als, dass zum Zeitpunkt T gleich 6 Stunden die Geschwindigkeit 5 km pro Stunde beträgt. Umgangssprachlich sagt man auch oft 5 km/h. V von 2 probieren wir es gleich an einem anderen Punkt. Der befindet sich hier, ich nenne ihn Q. Und wir sehen, dass die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich 2 Stunden 20 km/h beträgt. Ich schreibe es unten hin. Und wir interpretieren das Ganze. Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich 2 Stunden ist 20 km/h. Dann nichts wie los, fülle es selbst auf dem Arbeitsblatt aus und bis zum nächsten Video.